Wir haben uns heute Josep Borrell und ich mit dem libyschen Premierminister Sarraj getroffen. Wir haben über die Lage in Libyen gesprochen, die schwieriger geworden ist in den letzten Wochen, insbesondere rund um Tripolis. Der libysche Premierminister hat noch einmal seine volle Unterstützung für den Berliner Prozess erklärt, insbesondere sich auch bereit erklärt, das, was dort verabredet werden soll, sowohl den Waffenstillstand, ein Waffenembargo mit den Anrainerstaaten, aber vor allen Dingen auch den politischen Prozess in Libyen unter der Ägide der Vereinten Nationen konsequent aufzunehmen und voranzutreiben. Und das ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass wir demnächst entscheiden können, ob wir in wenigen Wochen in Berlin auch einen Gipfel zu Libyen ausrichten werden. Insgesamt bleiben wir dabei, dass wir verhindern wollen, dass Libyen zum Schauplatz eines Stellvertreterkrieges wird. Und Libyen darf auch kein zweites Syrien werden. Und deshalb brauchen wir jetzt schnell den Einstieg in einen politischen Prozess und die Verabredung eines effektiven Waffenstillstandes und eines Waffenembargos, das seinen Namen auch verdient. Wir verurteilen diesen Angriff, der offensichtlich vom Iran ausgeführt wurde im Irak. Es ist nicht akzeptabel und wir erwarten vom Irak, dass solche Maßnahmen unterbleiben. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, miteinander zu sprechen. Wir werden das am Freitag hier mit den Außenministern der Europäischen Union tun. Wir tun das aber auch mit allen Beteiligten, mit allen Seiten. Und jeder sollte seinen Beitrag dazu leisten, dass jetzt Zurückhaltung geübt wird, dass sich die Lage beruhigt und dass diplomatische Lösungen gefunden werden. Danke.